Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben eine Pressekonferenz, haben sich hier im Presseraum versammelt. Und ja, das nächste Spiel ist Doncaster Rovers gegen Notts County. Und wir loben einfach mal einen Spieler. Und zwar Abora. Wir loben ihn einfach mal. Denn der macht sein Ding da hinten wirklich richtig, richtig gut. Und da ich jetzt vorhin vergessen habe zu speichern, mache ich das doch jetzt einfach schnell. Hier sieht man noch alles. Guck mal, ganz alt alles noch. Zack, zack. Muss ich mal aufräumen. Machen wir das doch jetzt einfach mal schnell. So, jetzt haben wir nämlich das schon mal gemacht. Und jetzt können wir hier nochmal auswählen, wer ein bisschen trainieren soll. Und das wird auf jeden Fall einmal Oliver sein. Denn der muss noch ein bisschen besser an sich arbeiten. Und dann einmal Borte. Und der natürlich auch noch ein bisschen den Zug im Allgemeinen braucht. Pesket nach seiner langen Verletzung, die zum Glück nicht so lange gedauert hat. Und natürlich Abora. Wobei, wir können auch mal Milsom einfach ein bisschen Training geben, ein bisschen durchsetzen, wäre vielleicht mal für ihn nicht verkehrt. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz auf die Außenverteidiger. Traoré zum Beispiel, der ja ganz frisch im Team ist, der im Allgemeinen noch gar nichts drauf hat momentan. Also, an Training meine ich. Machen wir mal. Ich weiß, alles simulieren wird es meistens, wenn man Pech hat, schlechter. Ist halt so, ne? Aber ich will dich jetzt auch nicht ständig in jeder Aufnahmesession irgendwie dann irgendwie was Trainingmäßiges machen und das dann auch, keine Ahnung, eine ganze Folge lang. Deswegen mache ich das halt so. So, Fabian Benko ist vollständig, ist auf der Leihliste, aber ich kann nichts machen und krieg keine Meldung, warum. Das ist auch so ein Ding. Aktualisiert, ja. So, ich habe die geplante Aufstellung für das nächste Spiel gesehen und festgestellt, dass ich auf der Bank sitze. Ich habe in letzter Zeit gut gespielt und ich würde gerne weiterhin eingesetzt werden. Lieber Raiden Oliver, erstens kannst du die Aufstellung noch gar nicht gesehen haben fürs nächste Spiel, weil die noch gar nicht steht. Und zweitens, ich werde mir das mal anschauen. So, wir gehen mal nach hinten. Wir gehen nach Spielen. Denn meine Aufstellung ändere ich in der Regel dort und nicht da. Ich erinnere mich an die letzten Trikots, an unser letztes Aufeinandertreffen. Da hat mich das ein bisschen verwirrt. Deswegen machen wir das jetzt mal so. Borte bekommt eine kleine Pause. Das heißt aber nicht, dass er rausgeht, nein, sondern Borte bekommt einfach nachher seinen Einsatz. Hesket ist wieder fit. Das heißt, den können wir von Anfang an reinsetzen. Abora lasse ich erst einmal noch draußen, um herauszufinden, können wir sie ein bisschen rankitzeln oder nicht. Smith bleibt ebenfalls erstmal draußen. Traoré, der kommt dann noch rein und Edwards geht erstmal raus für Hollins. So machen wir das. Abora müssen wir allerdings mitnehmen, denn den brauchen wir. Da brauchen wir nicht drum zu reden. So machen wir das jetzt mal. Und guck nochmal ganz kurz. Vorn bleiben, Thompson, Hollins, hinten bleiben, ausgewogener Angriff. Hinten bleiben, ausgewogener Angriff, hinten bleiben, Junge. Wir machen die mal so. Es könnte ein Risiko sein. Ich probiere es einfach mal. So, wir legen los. Doncaster, irgendwas, Rovers, glaube ich, waren es. Flachpass, ja, ist alles schön und gut. Interessiert mich nicht. So, los geht's, meine Freunde. Doncaster Rovers gegen die Notts Counties an der Malton Road. Lass uns loslegen. Wir sind heiß auf das Match und wir legen los. Zack. Und die
sind auch ein bisschen heiß auf das Map, so wie das aussieht. Aber wir tasten uns ein bisschen ran. Und versuchen, ein erfolgreiches Spiel abzuliefern. Flanke. Und Kaboom! Yes, Mann! Raiden Oliver! Was für ein Ding! Wo war der Verteidiger? Wo war der Verteidiger? Alter! Er ist gut in Form. Er hat's gesagt. Er hat gesagt, er ist gut in Form. Raiden, du bist nicht nur gut in Form, du bist in absolut genialer Form. Alter! 1-0 für Notts County, meine Freunde, gegen Doncaster Rovers. Was für ein Ding. Oh, 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 oh. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Nein, nein, nein. Oh, oh, oh. Das war schon wieder mein Fehler, ne? Wäre das Ding jetzt wieder reingegangen, dann absolut mein Fehler. Oh. Okay, konzentrieren. Mist! Da hat er die Kurve nicht mehr gekriegt. Ah, Mann. Oh! Oh! Jemine! So, zack, jetzt ein bisschen Concentration hier reinbringen wieder, bitte. Was war denn das jetzt? Ach, abseits? Ja, in der Tat? Weiß ich gar nicht. Da habe ich jetzt gar keine Acht drauf gehabt. Ich habe bloß diesen komischen Pass da gesehen auf einmal. Klar, wenn es abseits war, dann wollen wir da nicht drüber zu diskutieren. So, 1-0 steht es auf jeden Fall für Notts County. Alter, es ist... boah, ich kann es immer noch nicht fassen. Klasse Ding, klasse Ding. So. Eckball. Ein Abwurf. Abstoß. Okay, auch gut. Freut mich auf jeden Fall. So, weiter geht's, Jungs. Low schießt erstmal schön nach vorne Richtung Snyders, der ihn leider nicht verlängern kann. Mülsen versucht sich den Ball jetzt zu holen, leider auch leider das ohne Erfolg. Harrit auf der linken Position, verteidigt gut und drängt den Mitspieler, also den gegnerischen Spieler ins Aus. So, Mülsen am Ball. Wilden am Ball. Wilden passt eigentlich recht gut, doch Dickinson ist wohl nicht so auf der Höhe heute. Gut verteidigt. Sehr schön gemacht. Einmal kurz den Gegner angeschossen und der Ball ist wieder im Aus zum Abstoß für uns. Alter, Alter. Zack. So, es spielt sich viel im Mittelfeld so ein bisschen ab. Wilden versucht jetzt wieder an den Ball zu kommen. Thompson. Wieder Thompson. Dickinson holt sich den Ball. Zack, nach oben. Zu Milson. Milson auf. Nein, auf Snyders. War gut gedacht, war gut geplant. Leider nicht vollständig umgesetzt. So, Milson holt sich den Ball aber wieder mit einem kleinen Rümpler, der als Foul geahndet wird. Was auch okay so ist. So.
Und weg mit dem Ball. Oh, 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 das war nicht so intelligent. Das war nicht so intelligent. Loach klärt zum Glück noch rechtzeitig. Da hat der Verteidiger jetzt ein bisschen geschlafen. Das war jetzt gar nicht so gut. Aber alles gut. Loach hat geklärt. Hat er gut gemacht auf jeden Fall. Und jetzt die Chance. Was? Ein Foul für uns, okay. Also nicht für uns, sondern... Also das Foul wurde für uns geahndet. So rum. Mein Gott. Und sie bauen sich wieder langsam auf. Milson. Auf Thompson. Thompson versucht auf Dickinson. Dickinson flankt genau rein. Und da kam schon wieder der nächste Stürmer Snyders mit dem nächsten Versuch zu einem nächsten Tor. Sehr schön. Die Jungs sind heiß. Die sind heiß. Nach dem 1:0 jetzt sind sie richtig heiß. Aber sie machen Patzer. Und das ist ganz, ganz übel. Das kann ganz übel ausgehen. Harrod passt gut auf. Genau. Hollins passt gut auf. Ach, Harrod. Foul. Das war ein Foul. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, lieber Wildin. Na, da bist du ein bisschen wild reingegangen jetzt. Wild, Wildin. Ja, ist lustig. Das war nicht ganz so gut, aber er hat halt versucht zu verteidigen. Haskett. Milson, Entschuldigung. Sie versuchen halt uns recht früh zu stören. Es klappt manchmal, muss ich sagen. Klappt es bei denen, aber es klappt ihnen auch nicht immer. Und an den Seiten kommen sie halt in der Regel immer mal durch. Und das ist nicht so schön. Aber ist es auch... Bis jetzt zumindest noch nicht sonderlich gefährlich gewesen. So, die erste Halbzeit 1:0. Das ist sehr, sehr wichtig für uns. Wir gehen mit einem 1:0, mit einer 1:0-Führung in die Halbzeit. Wir können jetzt nochmal unser Team ein bisschen einmotivieren. Wir schauen mal ganz kurz, was Luton Town aktuell macht. 1:1. Das heißt, wir könnten, wenn Luton Town es so hält und wir es so halten, vorbeiziehen. Wir könnten vorbeiziehen. Das muss jetzt unser Ziel sein. Zweite Halbzeit. Wir versuchen nach wie vor weiter so zu spielen. Wir versuchen es. Entweder nachlegen oder verteidigen bis zum bitteren Ende. Alter. Und ich bin für Nachlegen und Verteidigen bis zum bitteren Ende. Ich bin für beides. So, auf außen. Da wurde Wildin jetzt ein bisschen bedrängt. Okay, wir sehen auf jeden Fall jetzt eine neue Mannschaft. Not Morgambe irgendwas. Nein, Morgambe war vorhin. Doncaster Rovers, so rum. Die Doncaster Rovers, die geben jetzt ein bisschen Gas. Das merkt man richtig, die geben jetzt ein bisschen Gas. Die wollen ran. Auf jeden Fall wollen die jetzt ran. Das heißt, wir müssen uns jetzt wirklich ein bisschen ja, in Acht halten. Und gleich wirklich bedacht auswechseln. Ah, wäre der durchgegangen, das wäre super gewesen. So, Haskett ist auf jeden Fall noch fit. Auch wenn wir ein bisschen auf ihn aufpassen müssen natürlich.
Snyders. Snyders ist richtig fit noch. Wir holen auch gleich Forte rein, glaube ich. Vielleicht, ich weiß es noch nicht, bin mir da noch nicht ganz so sicher. Vielleicht tun wir auch einfach mal die Verteidigungsränge hinten ein bisschen stärken mit neuen, frischen Jungs. Mal schauen, wir werden es sehen. So, 60. Spielminute haben wir aktuell, oder 61. wie auch immer, ist ja wurscht. Sie werden auf jeden Fall ein bisschen stärker. Sie werden effektiver, was ihre Pässe betrifft, würde ich sagen. Vorsicht, du hast schon gelb. Na, das war so klar, dass das passiert. 1:1. Super gespielt aber auch gerade. Super, super gespielt. Und ich habe es gerade noch gesagt. Sie werden jetzt ein bisschen aggressiver. Sie werden effektiver, vor allem auch, was die Pässe betrifft. Wir müssen nachlegen, Jungs. Entschuldigung. Das war ein Foul. Die gelbe Karte für Milson. Verdient, verdient, alles gut. Robert Milson mit der gelben Karte. 66. Spielminute. Wir räumen um. Wir müssen umräumen. So, zack. Milson geht raus. Abora kommt rein. Snyders ist auch nicht mehr so der Fitteste. Wir probieren es einfach mal mit Campbell heute im Sturm mit. Und hinten geht Saar raus und Edwards kommt rein. Somit haben wir alle drei Wechsel vollzogen. Das ist so ärgerlich. Ach, jetzt fault er schon, pfeift er schon wieder ein Foul. Ach komm. Sehr schön. So, jetzt müssen wir aber wirklich konzentriert arbeiten. Das ist ganz wichtig. War jetzt eher nicht konzentriert. Hallo? Junge! Lauf, lauf, Junge, lauf! Ach, Kempelmann! Okay. Wir sind keine Mannschaft, die einfach aufgeben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Wir sind keine Mannschaft, die einfach aufgibt. Gut geblockt. Die drängen natürlich jetzt auf den Siegtreffer. Die drängen auf den Siegtreffer, das merkt man richtig. Doch nicht in den Lauf passen. Na, das war jetzt auch wieder dumm in den Lauf gepasst, ein bisschen. Oh, 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 das könnte jetzt unsere Chance sein. Runter mit dem Ding und rein mit dem Ding. Ja, Mann. Kaboom. Das geht runter wie Öl. Edwards. Alter, was für ein Ding. Klasse gemacht. Super gespielt, Mike Edwards mit seinem ersten Tor für Notts County. Oh Mann. So, jetzt absolute Verteidigung, Jungs. Oh.
Okay, alles gut. So. Ah! Da kriegt er nicht mehr. Alles gut, okay. So, Wayden Oliver rennt schon wieder an und hat noch Power. Der hat noch richtig Power. Das war jetzt leider nicht so geglückt. Ich bin auf die falsche Taste gekommen. Ich wollte ihn eigentlich so ein bisschen reinflanken versuchen, zumindest versuchen. Nein! Oh. 3 Minuten Nachspielzeit, Jungs. 3 Minuten Nachspielzeit. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war nicht gut. Weg damit! Ja! Was für ein wirklich, wirklich... Oma, der Zwillingsbruder. Was für ein wirklich, wirklich knappes Ding das war jetzt gerade. Das war jetzt echt... Wow. Das war richtig knapp. Mike Edwards rettet Notts County die 3 Punkte. Und Luttentown hat 1-1 gespielt. Das heißt, wir sind vorbeigezogen. Alter, 2. Tabellenplatz sind wir jetzt. Wir haben vor uns die Portsmouth natürlich mit 68 Punkten. Die sind natürlich weiterhin top dabei. Wir haben jetzt ganz, ganz eng hinten dran Plymouth mit denselben Punkten. Luttentown ist jetzt auf dem vierten gerutscht, aber das ist alles egal. Luttentown kann uns immer noch gefährlich werden. Wir brauchen eine Niederlage und beide können vorbeiziehen. Das ist jetzt also richtig, richtig hart, was uns noch bevorsteht. Danke, dass Sie mich eingesetzt haben, Junge. Danke nicht mir, danke dir. Wie auch immer, du hast gut gespielt. Bitte lassen Sie sich wissen, ach, schon wieder Dings, Luttentown. Wir spielen jetzt gegen Luttentown. Wir motivieren unsere Truppe. Wir haben einen Abschlussbericht zu Fabian Benko bekommen, das haben wir doch eh alles schon. Aber ich kann ihn ja nicht leihen, obwohl er auf der Leihliste steht. Verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Okay. Wir spulen vor. Ich bin einsatzbereit. Sagt wer? Die sind also wirklich viel für uns ab. Im Moment bin ich richtig gut drauf und ich bin mir sicher, dass ich die... Du wirst spielen, Junge. Ich bin fit genug, um im nächsten Spiel... Okay. Du wirst auf jeden Fall spielen. Meine Freunde, wir speichern. Und sehen uns dann eh gleich wieder. Trainer, Notts, LP, zack. Kaboom. Wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Runde zu FIFA 17 Karriere. Wir sehen uns gleich, also bis dahin. Ciao.